Das Stadtfernsehen Salzkotten wird präsentiert von KD Fliesentechnik, der Stadt Salzkotten, dem Schuhhaus Zehanschuk, der Dienstleistungsgruppe Salzkotten, dem Einrichtungshaus Niggemeier und Energy. Das sind sattsam bekannte Szenen. Stillstand an der Kreuzung B1 Stühlerstraße, Wewelsburger Straße und Rückstau bis tief in die Innenstadt hinein. Und der ist selbst durch die 60 Sekunden lange Grünphase alles andere als hochauflösend. Bestenfalls kommen 23 Fahrzeuge durch. Davon 3 bis 4 Linksabbieger, deutlich mehr Rechtsabbieger, die überwiegende Zahl der Fahrzeuge geradeaus in Richtung Paderborn. Doch dann, Fußgänger und Radfahrer überqueren die Wewelsburger Straße. Rechtsabbiegende Fahrzeuge sind wartepflichtig. Der nachfolgende Verkehr gerät in Stocken. Wenige Autos kommen durch, Rückstau, kleine Ursache, oft große Wirkung. Könnte da nicht ein Tausch der beiden geltenden Fahrspuren Abhilfe schaffen? Also, die rechte Spur dann nur noch für Rechtsabbieger, die andere für Linksabbieger und den Geradeausverkehr in Richtung Paderborn. Dazu müsste diese Spur etwas verschwenkt werden. So wäre das Problem des Stockens und Rückstaus durch Rechtsabbieger eliminiert. Die recht wenigen Linksabbieger haben gegenüber den Fahrzeugen aus Richtung Paderborn kommend schon durch die bestehende Verkehrsführung Vorrang und bilden somit für den Geradeausverkehr keinen Stoppgrund. Kleine Maßnahme, große Wirkung. Mehr Fahrzeuge kommen bei Grün durch. Der Verkehr an der Kreuzung würde flüssiger. Einen Versuch wäre das doch wert, zumal sich Aufwand und Kosten in engen Grenzen halten würden. Zugegeben, eine Umgehungsstraße und oder ein Kreisverkehr an dieser Stelle wären verkehrstechnisch die bessere Lösung. Doch warum nicht einfach einmal anfangen und ein Zeichen setzen? Wir warten nicht auf den Sankt-Nimmerleins-Tag, wir tun etwas. Das Stadtfernsehen Salzkotten wird präsentiert von der Volksbank Brilon-Büren Salzkotten, der Kaffeerösterei Benzlips, der Firma MIG, der Bäckerei Lange, der Firma Moltec und Rewe.